Hallo Leute, das ist der Marco, ich bin der Daniele und zusammen mit unserem Team sind wir App and Home. Der eine oder andere hat schon mal von uns gehört und wir wollen mit diesem Video nochmal zeigen, was wir genau machen. Wir sind 2016 entstanden und wie es dazu kam, tja, der Marco und ich, wir sind Nachbarn und wir haben gemeinsam gebaut oder hatten da gleiche Anliegen. Und auf der Suche nach die perfekte Smart Home Lösung ist uns Folgendes aufgefallen, Marco. Ja, wir hatten die Situation, dass der Markt doch sehr fragmentiert war zu der Zeit. Es gibt viele, viele Lösungsanbieter, viele Standards. Nichts ist miteinander wirklich kompatibel. Und ja, es war natürlich schon frühzeitig die Frage gekommen, welches System nehme ich eigentlich? Also nehme ich eine kabelgebundene Lösung, nehme ich eine funkbasierte Lösung? Mache ich vielleicht einen Mix aus beiden hinsichtlich des Problems, dass man ja das am Ende nicht zusammen betreiben kann? Und hatten da natürlich immer so ein bisschen die Fragestellung dahinter, wie machen wir es jetzt optimal? Jetzt 5 Jahre weiter ist das Problem eigentlich noch schärfer geworden. Es gibt noch mehr Standards, noch mehr Anbieter. Alle bringen ihre eigene App mit und im Herstellersinne ist untereinander nichts kompatibel. Diese Situation ist aus meiner Sicht noch heute sehr problematisch und ich glaube, dass der Markt bereit dafür ist, einen Partner zu finden, der all diese Standards etwas mehr zusammenbringt und natürlich darüber aufklärt, was man sinnvoll miteinander kombinieren kann. Genau. Genau, der Anwender, der geht mit der ersten Information und mit dem Willen, ein Smart Home aufzubauen, sehr schnell in eine sehr frustrierende Situation hinein, weil er weiß ja nicht mehr so richtig nach diesen ersten Begegnungen, was er machen soll. In Wirklichkeit will der Kunde sich aber nicht mit irgendwelchen Techniken beschäftigen, sondern Ja, er will am besten nichts von der Technik sehen. Er möchte, dass es sicher ist. Er möchte, dass es funktioniert. Und er möchte vor allen Dingen den Service natürlich auch nicht missen. Ne? Man muss sich vorstellen, mit den ganzen Techniken, die es heutzutage gibt, und wenn eine Laie halt einmal da dran geht, ist das gleich wie einmal mal einen Drucker anzuschließen. Ne? Man ist ganz einfach, aber es funktioniert einfach nicht. Und es ist immer schön, halt irgendwie eine Anlaufstelle zu haben. Und gerade in Sachen Smart Home sind wir die Richtigen. ja, wie erreichen wir das Ganze denn? Wir haben uns sehr früh schon Gedanken darüber gemacht, wie man so etwas aufbauen kann. Das Problem ist ja, wenn ich, und so fing es wirklich an, unsere Story, wenn ich in irgendein Haus reingehe und einen Auftrag bekomme, ein Smart Home zu bauen, dann fange ich an, mir den idealen Standard rauszusuchen. Beispielsweise Bestandsbau, ich nehme eine Funklösung, mach's mal plakativ, Homematic war so das Mittel der Wahl. Ja, man lernt sich also die Geräte ein, klickt da so ein paar Regeln zusammen, weil es soll ja auch automatisch funktionieren. Bewegungsmelder soll ein Licht schalten und die Heizung soll darüber gesteuert werden. Alles gut, kann man machen. Das Problem ist jetzt aber, man macht als Betrieb, als Firma oder als Partner 3, 4, 5 weitere Installationen in ein paar Wochen und kommt dann zum ersten Kunden zurück, der etwas erweitern möchte. Der möchte da einen Standard dazu nehmen, der will neue Geräte, Geräte, die Homematic vielleicht nicht anbietet, sondern nur mit dem Z-Wave-Protokoll verfügbar sind. Ja, und stößt dann an die kleine Ecke, dass das doch schnell in ein Gebastel ausartet. Ja? Und dieses Gebastel ist dann teilweise überhaupt nicht mehr wartbar, pflegbar. Genau. Was haben wir also gemacht? Haben wir so ein bisschen überlegt, die Autoindustrie, wie macht die das eigentlich mit den ganzen tausenden Variationen? Die haben meistens so eine Art Konfigurator. Dieser Konfigurator bestimmt erstmal das Basismodell. Man überlegt sich, welchen Motor möchte ich haben, welches Getriebe, welche Türen, Farben, Lackierung etc. Und so haben wir uns das auch gedacht. Dieser Ansatz ist gut. Ich habe verschiedenste Arten von Häusern, sehr kleines, sehr großes Haus, Villa, Hundehütte, von der Größe kann man schon vergleichen. Und wir haben uns einfach mal aus dem größtmöglichen Paket so einen Standard überlegt, wie er aussehen könnte. Und der sieht dann so aus, und das sehen wir auch in den Folgevideos, die wir noch machen werden, dass es so jeden dieser Bereiche, beispielsweise Licht, ja, von jedem Hersteller eine Lösung gibt. Ja? Man kann Licht schalten, man kann Licht dimmen, man kann auch vielleicht eine Farbe setzen. Alles sehr, ja, erstmal sehr einfache Anwendungsfälle, wird aber dann beliebig kompliziert, insbesondere wenn man nicht jedes Mal alles manuell bedienen möchte. Und im Grunde ist es ja egal, habe ich ein Homematic, habe ich ein KNX, habe ich einen Digitalstrom, ich möchte einfach nur Licht schalten oder dimmen. Ja? Und so machen wir uns zu jedem dieser, wir nennen das Kernkompetenzen, Gedanken, wie man das am besten abbilden kann. Wie kriegen wir das abstrakt zusammen, dass ich einfach mal ein Gerät durch einen anderen Hersteller austauschen kann, ohne dass ich dann in der Bedienung einen Unterschied merke. Hinzu kamen dann später die Bereiche Sicherheitstechnik, sprich Fensterkontakte, Bewegungsmelder, die haben alle einen Mehrfachnutzen. Man kann nicht damit nur Alarm steuern, oder Alarm erkennen, sondern auch Komfortfunktionen auslösen, Heizung hochfahren, Heizung runterfahren zum Beispiel.
Ich kann die Informationen weiterverarbeiten später. Bei Geräten wie Jalousien oder Markisen geht es ja um die Beschattungsfunktion. Die will ich in aller Regel nicht jeden Morgen bedienen und jeden Abend bedienen, sondern es soll alles automatisch funktionieren. Wir haben für den großen Block Entertainment uns ganz viele Gedanken gemacht. Entschuldigung, das war meine Smartwatch. Wir haben uns dazu ganz viele Gedanken gemacht bei der Geschichte des Entertainments. Beispielsweise, ich gehe morgens zum ersten Mal runter in die Küche und möchte auf dem Weg dahin das Radio einschalten. Und nicht, dass ich dadurch einen Knopf drücke, sondern dass einfach die Bewegung schon ausreicht, diese Aktion auszuführen. Dann ist immer mehr und immer wichtiger das Thema Smart Metering. Wir verbrauchen unglaublich viel Energie im Haushalt. Und das möchte ich irgendwie visualisieren, erfassen. Ja, und da haben wir auch von diversen Herstellern Möglichkeiten inzwischen an Ort und Stelle oder im gesamten Haus die Energie zu messen. Last but not least das Thema Klima- und Heizungsregelung, wo der meiste Energieeinspar, das meiste Energieeinsparpotenzial vorhanden ist. Gibt es jede Menge Geräte, jede Menge Herstellerlösungen, die sich allesamt sehr gut in solche Plattformen integrieren lassen. Am Ende haben wir eine Plattform aus einem Guss. Wir haben ein System, was all das hier zusammen verbindet. Genau, eine Und sogenannte Integrationsplattform. Ne? Das heißt, von mehreren Standards halt integriert in einer Plattform und die man halt total easy halt bedienen kann. Ne? genau, jetzt mag der ein oder andere vielleicht so ein bisschen Zweifel bekommen. Wie löst App and Home das Ganze? Das ist ja eine Mammutaufgabe. Warum kriegen das die großen Firmen denn nicht hin? Berechtigte Frage, berechtigter Einwand. An der Stelle möchte ich mal ganz klar ein Projekt hervorheben. Riesenlob an der Stelle übrigens, Open Hub, der Open Home Automation Bus von einer Open Source Entwicklergemeinde, die sich diesem Ziel verschrieben haben, da einen sehr, sehr weitläufigen Standard zu schaffen, der all das ermöglicht. Auf den setzen wir uns. Das ist eigentlich, kann man sagen, die Basis unseres Geschäfts. Deswegen unterstützen wir das Ganze auch, insbesondere in der Zukunft immer mehr. Und Open Hub besticht durch die Flexibilität. Alles und jedes irgendwie intelligente Gerät ineinander zu integrieren, hat aber den kleinen, aber feinen Aspekt, nennen wir es mal Herausforderung, ganz so einfach zu konfigurieren ist es dann nicht. Also ich sag mal, jemand, der sich damit wirklich beschäftigt, auseinandersetzt, Man muss schon Ahnung davon haben. der schafft das, ja. Aber ich sag mal so, der typische Häuslebauer, der einfach nur sein Leben lebt, Kinder hat, irgendwo letztendlich jede Menge und jeden Tag sehr viel zu tun hat, der wird in diesen Tiefen gar nicht mit dieser Lösung einsteigen. Ja, die Zeit einfach nicht hat, ne? Das ist so. Man braucht da unheimlich viel Zeit, damit man das vernünftig am Laufen kriegt, damit es sicher ist und dass es auch Spaß macht, ne? Genau, also ich sehe das auch letztendlich an mir selber. Ich habe ja auch da sehr viel Zeit reingesteckt, komme aber auch vom Fach. Ich habe sogar meine Studienarbeit darüber geschrieben. Und jetzt, 4 Jahre später, fallen mir immer noch jeden Tag tausend Dinge ein, die man hier integrieren kann. Es ist jetzt so, dass man diese Lösung nutzen kann. Aber es bedarf eines Standards. Wenn ich jetzt jedes Mal von vorne anfange, so eine Lösung entsprechend aufzubauen, dann habe ich einfach keine Chance, irgendjemanden damit zu beschäftigen oder irgendwie noch 2 Jahre später zu wissen, was habe ich da eigentlich an Ort und Stelle gemacht. Deswegen dieser Ansatz mit dem Konfigurator. Wir haben eine gemeinsame Codebasis für alle Systeme, die wir verwalten, zentrieren. Und dieser Standard wird immer größer, immer weiter. Er wird niemals fertig. Es ist wie eine Eisenbahnanlage, die ich jedes Mal um weitere Stellen erweitern Um kann. diesen Schritt mal ein bisschen mehr zu verdeutlichen, weil da kann man unglaublich viel zu sagen. Wir würden mal vorschlagen, dass wir mehrere Videos machen, ne? Ja, wir haben uns überlegt an der Stelle, dass wir insbesondere auf die einzelnen Gewerke runtergehen werden. Also was kann ich Genau. mit Licht erreichen? Wie könnte das aussehen? Nochmal alles einzeln vernünftig und akkurat und auch verständlich rüberbringen mit ein paar Videos und das würden wir gerne zeigen, wie wir das machen. Ja, ein weiterer Aspekt dieser Sache ist, das eine ist für euch, für den Anwender, der wirklich etwas mehr erreichen möchte, was er einfach mit den normalen Mitteln und mit den normalen Herstellertools nicht geschafft hat. Wir wollen euch an das Thema nahebringen. Und wir haben uns dazu überlegt, dass wir in Kürze mit einem Online-Shop zu sich starten werden. Dieser Online-Shop wird diese Geräte, die wir allesamt getestet haben und erfolgreich bei uns integriert haben, Genau. anbieten. Ja, wir werden uns da sicherlich nicht mit diversen Discountern preislich vermessen können. Das ist unser Ziel. Wir werden es auf einem sehr moderaten Niveau halten. Aber wir werden eins tun: Wir werden nur Geräte anbieten, die wirklich funktionieren. Und dazu kommt unser Service. Wir werden entsprechend da die Tools so weit bereitstellen, dass ihr unser System mitnutzen könnt, um damit an die Konfiguration zu gelangen, So die euer System smart macht. stellt euch eine Plattform vor, ja.
Und wo der eine oder andere halt Berührungsängste hatte mit dem Thema Smart Home, die können wir euch nehmen, weil wir halt die Erfahrung drin haben und wir Ahnung von den ganzen Materien haben. Ne? Da helfen wir euch bei. Genau. Alles, was wir damit zusammenbringen, ist, dass die Lösung in sich geschlossen funktioniert. Sie ist trotzdem offen. Ihr könnt trotzdem eigene Aspekte reinbringen, eigene Regeln, eigene Genau. Funktionen. Wir werden es nicht abschließen. Was wir euch aber geben werden, an der Hand geben werden, ist eine Möglichkeit, das Ganze zu sehen, wie es funktioniert und dass es auch stabil funktioniert, weil es ist nichts damit getan oder es ist nicht damit erledigt, einfach nur Open Hub 2 zu installieren und laufen zu lassen, sondern es ist natürlich ein hochkomplexes Produkt, was viele, viele Möglichkeiten mit sich bringt, aber ebenso auch gewartet und gepflegt werden muss. So, das, was wir herausgefunden haben, ist, dass all diese, ja, ich nenne es mal Monitoring-Tools, größtenteils automatisiert werden können. Also das System heilt sich selbst. Es erkennt Störungen, es erkennt Engpässe, kann sich dann gegebenenfalls mal selber neu starten. Und das sind Dinge, die ein normaler Anwender nicht auf die Reihe bekommen würde. Ja, dazu bleibt zu sagen, Thema Onlineshop, wir werden das Ganze übersichtlicher gestalten. Wir suchen aber auch Leute wie euch, Leute, die wirklich interessiert mit dem Thema sind und da entsprechend reinkommen möchten in die Thematik und können da jede Unterstützung gebrauchen und wollen das an der Stelle einfach mal oder euch ermutigen. An der Stelle bleibt noch zu sagen, erstmal, ich Ja, hoffe, euch hat es gefallen. erstmal Wenn vielen euch Dank. das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen oben, abonniert uns vielleicht mal, weil da wird noch mehr kommen. Ich danke euch, dass ihr so lange Zeit gehabt, gefunden habt, das Video bis zum diesem Punkt, bis zum Ende anzuschauen. Und freue mich auf jeden weiteren Klick, jeden Like und lasst mal ein paar Kommentare, Anmerkungen, Kritik, Lob einfach mal unten in den Kommentaren da, weil die würden uns wirklich interessieren, brennt insbesondere jetzt vor dem ersten Versuch, das mal vorzuzeigen. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao.